Oh. Nochmal 4. Machen wir mal kurz was anderes. Nee. So. So war das. So, damit haben wir dann auch mal wieder ein wenig Sprengstoffe. Ja. Erde, Sand, 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 Sand. Auf jeden Fall, was gerade im Hintergrund läuft, erinnert mich jedes Mal an die Liga. Übrigens ein geiles Spiel. Soll es ja auch demnächst wieder geben. Eine neue Version wurde jetzt ja per Kickstarter, glaube ich, heißt das Ding, finanziert. Ich freue mich schon drauf, auf das Spiel, jetzt schon. Ich kenne das Spiel noch nicht mal. Elite 1 war schon geil. Ich habe auch das Elite Frontier gespielt, das 2er, das es auf PC gab. Einige sagen, das Ding hatte mehr Bugs als Planeten. Ich habe es gespielt, es hat eine ganze Weile Spaß gemacht. Aber im Endeffekt ist man doch nur alleine unterwegs. Und so langsam kommt dieses Social immer mehr zum Vorschein. MMOs und so weiter. Oder hier jetzt wie dieses Let's Play. Man spielt doch irgendwie, auch wenn man jetzt gerade alleine spielt, doch für andere oder mit anderen. Und halt, das vermisse ich dann halt in Singleplayern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Venetica spiele, ist ein Singleplayer. Oder wenn ich jetzt für mich Crysis spiele, ist jetzt auch rausgekommen. Habe ich noch nicht geholt, muss ich noch tun. Dann spiele ich das für mich, das werde ich also nicht Let's Playen. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt gehen die Steine aus. Apropos Steine. Zack, 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 zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Schmeiß das Brot mal wieder weg. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brauche ich. So. Das kommt gleich dran. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Wir haben den Platz. Dann kann man auch da 6 Öfen hin machen. So, jetzt aber schnell einmal schlafen gehen. Und dann werden wir, ja, uns weiterhin mit den Pistons befassen. So, gute Nacht. Uah. Guten Morgen. So. Ah, ja, Pistons, Pistons, Pistons. Redstone müssen wir auch mitnehmen. Ja, wir brauchen erstmal die Pistons. So, aber erstmal was anderes. Und was haben wir jetzt hier so? Lalala. Holz. Holz, 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 Holz. Das kommt ja erstmal wieder rein. Birkenholz brauchen wir nicht ganz so. Eichenholz nehmen wir mal ein bisschen was mit. Jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. So. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1. 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Da machen wir erstmal 24 Kohle rein. Weil Kohle haben wir eigentlich genug. Notfalls kann ich noch welche holen. So, machen wir voll. Kohle ist, ganz ehrlich, nicht mehr Mangelware zurzeit bei uns. So. Paar Fackeln. So. Die Knochen. Hab ich gerade wieder gesehen. So. Jetzt aber.
64 Kohle habe ich in der Hand. So war das jetzt nicht geplant. Die kommen da oben wieder rein. So, und weiter. Zack und hopp. Ja, die Versammlungshalle. Hätte ich am liebsten noch ein bisschen umgebaut. Die bleibt jetzt aber so. Wir brauchen auf jeden Fall noch einiges mehr Details. Hier in der ganzen Angelegenheit. So, erstmal gehen wir jetzt da oben hin. Auch wenn wir hier einen Weg hoch haben. Zack. Zack. Jetzt machen wir es so. Irgendwas stört mich gerade. Das war gerade irgendwie anders geplant. Egal, lassen wir erstmal so. Umbauen kann man später nochmal. So. Gehen wir jetzt wieder zur Farm zurück. Zack, zack. Ein Glasblock habe ich mitgebracht. Der hat auch Sinn, der Glasblock. Ja, nee, ist klar. Besser. Ja, die Pistons, da sind sie. Redstone habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Ja, man kann nicht alles haben. So, Spitzhacke, wo ist denn die? Da ist sie. So. Die Pistons kommen auf diese Ebene. Gut. Ja. Ganz schlau von mir. Zack, 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 zack. So, zweimal Kies drauf und dann haben wir die Ebene. Perfekt. Ja, nee, ist klar. Erstmal gar nicht weiter darüber nachdenken, wir sind ja noch nicht so weit. So, damit haben wir das schon mal ausgebracht. Das wäre dunkel. Nein, das ist nur der Schatten. Obwohl ich damit schon spiele mit dem Shader, muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Immer noch dran gewöhnen. Dass man auch mal in den Schatten kommen kann. Moment mal, wieso habe ich hier noch einen Pisten über? Das kann ja nicht wahr sein jetzt. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe mich verzählt. Verdammte Axt. Ups. Nö. Ach, ich sehe den Fehler. Ich habe den Fehler gefunden. Na gut. War ja auch noch nicht so schnell geplant, das Ding in Betrieb zu nehmen. Wir müssen dazu sowieso einiges an Umbaumaßnahmen machen. Ja, was haben wir denn noch so dabei? Nochmal 64 Kohle. Da wir eigentlich zu wenig Erde haben, kann ich so viel nicht machen, wie ich eigentlich gerne machen möchte. Was ich machen kann, ist jetzt auf jeden Fall erst einmal das. So, ich habe ja gesagt, hier geht dann irgendwann mal die Mauer weiter. Habe ich auch gesagt, das werden wir hier so nach und nach mal weiterziehen. Wie das denn im Anschluss aussieht,
weiß ich halt noch nicht. Aber erstmal ziehen wir jetzt hier Teile der Mauer schon mal weiter. Das heißt hier genauso. So. Ups. So, da wir jetzt einmal rum sind, kann man jetzt hier auch weitermachen. Was noch reinkommt, sind später Fenster. Die plane ich jetzt gerade nicht ein. Die haue ich dann rein, wenn es soweit ist. Gut, es kommen keine Steintreppen rein, das weiß ich jetzt schon. Das wird Holztreppen geben. Ist halt einfach so geplant mit Holztreppen. Geplant ist eine andere Sache. Aber ich möchte nicht alles aus Stein haben. Da kommen dann halt Holztreppen rein. So, 8 Stück und so langsam bin ich wohl ein bisschen hoch. So, machen wir hier mal kurz. Dann sind wir auf der Ebene. Das heißt, so langsam kann ich überlegen, ob ich auf dieser Ebene dann hier in dem Gebäude eine Decke reinziehe, weil ich dann hier drauf gerne den Lauf machen möchte. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. So. Gehen wir erstmal runter. Hier kommen jetzt erstmal schon mal Fackeln an die Wand. Allein auch schon aus dem Grund, damit da drin keine Monster spawnen. So. Ja, wir sperren uns dann nach und nach selber hier drin aus. Ne, es ist nur Eichenholz. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Habe ich hier drin noch? Habe ich noch. Gut. So. 1, 2, 3. Ne? Autsch. 1, 2, 3, 4. Passt. Zack, zack. Autsch. 1, 2, 3, 4. Autsch. 1, 2, 3, 4. So, diesmal kein Autsch. Diesmal kann ich hier runter gehen. Ja. So, und dann glaube ich, brauchen wir noch ein paar Straßenlaternen. Wir haben jetzt ja genug Glowstone. Ich hatte zwar überlegt, Redstone-Straßenlaternen zu machen. Oh, hier ist Erde drin. Aber ja, die kann ich noch machen. Das kommt dann aber nur in bestimmten Gebieten. Woanders kommen dann Dauerleuchten hin. So, jetzt aber erstmal eins nach dem anderen. Erstmal gute Nacht. Guten Morgen. Ja, man merkt, ich habe am Anfang der Aufnahme schon mal gesagt, ich habe nichts Genaues geplant wie beim letzten Mal. Jetzt sind halt mal so Kleinigkeiten dran, die ja auch gemacht werden müssen, damit es einfach mal hier ein bisschen hübscher wird. So. Zaun haben wir noch dabei. Die Erde packe ich trotzdem mal da rein. Ich brauche dafür aber dann die Schaufel und die Axt. Genau. Hier haben wir ja überall Fackeln als Beleuchtung. Achso. Die Fackeln da bleiben dran. Das möchte ich so gerne haben. So. Hier drauf hätte ich gerne eine andere Beleuchtung. 4 nach links, 4 nach rechts. Das heißt, genau mittig könnte ich. Müsste passen. 4.
4. Passt. Ah, falsch, die gehört dahin. So. Zack. Zack. Na, ich mach's mir jetzt ganz einfach. Ja, na klar, ich mach's mir ganz einfach. Na. Sag ich doch. Ich mach's mir jetzt ganz einfach. Zack. Zack. Eine Laterne. So, weiterhin. Das kommt weg. Hier kommt dann auch. Eins, zwei. Hopp. Zack. Die kommt weg. Eins, zwei. Na, hopp. So. Und hier natürlich dann auch. Zack, zack. Nee. Da. Genau. Hopp. Nee, geht nicht. Wird zu doof. Oh, so. Geht einfacher. Hopp. So. Die auch noch weg. Deins. Zwei. Hopp. Zack. Und Erde weg. So, das war das. Nee, das ist mir zu. Ja, ja. So, weiterhin. Die kommt weg. Dafür kommt. Auf die Ebene habe ich die gemacht, ne? Kein Zaun mehr. Haben wir gleich. So, da Kiste, eine Bastelkiste und dann bekommen wir auch gleich wieder Zaun an Massen. 28 ist zwar jetzt nicht wirklich Masse, aber so. Kommt auch weg. Jetzt da einen draufsetze. Müsste eigentlich in der Höhe von der Laterne, oder? Wie das denn dann. Aber wie sieht es denn mit dem anderen aus zusammen? Gut, auf der anderen Seite habe ich es nicht. Doch, steht in einer Linie mit dem zusammen. Man muss mal gucken, wie es bei Nacht aussieht. Ja. Nächstes Problem wird dann sein, hier zwischen wegen der Beleuchtung. Ich hatte überlegt, ob ich das so mache. Und wenn ich jetzt hier die Lampe ranhänge, ist das zu tief. Und wenn wir jetzt. Und ein Zaun verbindet sich leider nicht mit einer Glowstone.
Das ist nicht schön. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, ich hau die Lampe genau dazwischen. Müsste ich also theoretisch den Zaun um einen nach oben versetzen. Heißt also dahin. Genau, dahin. Könnte man da die Lampe dran machen. Zack, zack, zack.